Das ist ihr 1987er Ferrari F40. Und mit diesem heiße ich euch willkommen zurück zu Forza Motorsport 6. Der Ferrari F40, ein sehr, sehr tolles Fahrzeug, ein nahezu legendäres, denn dieses Fahrzeug hat damals, zumindest optisch, Maßstäbe gesetzt. Ich weiß nicht, ob auch in Sachen Geschwindigkeit, aber es ist ein absolut tolles Fahrzeug. Heutzutage, wenn man einen haben möchte, einen F40, blättert man, glaube ich, gut und gerne eine gute Million hin. Und hier sieht man unter anderem, was das Teil drauf hat. Da habt ihr nochmal so eine Stange, mit der die Motorklappe gehalten wird. Und hier schauen wir uns den Motor mal an. Ein Riesending. Das ist wirklich Hammer. Und dieses Fahrzeug ist absolut Hightech, wie sich später herausstellen sollte. Es gibt auch eine Le Mans-Version, aber das Besondere zu diesem Fahrzeug, das werde ich nochmal später erläutern. Hier können wir erstmal die Lichter einschalten. Ich mag ausfahrbare Leuchten zwar nicht, aber die sichtbaren allein schon, die sind absolut wunderschön. Die ausfahrbaren finde ich in dem Fall jetzt auch nicht so schlimm. Ich bin ein Fan dieses Fahrzeugs, müsst ihr wissen. Und mal gucken, ob das Spiel auch einige Infos zu dem Auto hat. Jeder Ferrari wird mit Sorgfalt gefertigt. Aber die allerbesten unter den Supersportwagen der Firma sind nur etwas für ausgewählte Eigentümer. Man muss dazu eingeladen werden, um überhaupt nur die Chance zum Kauf zu haben. Das Erbe der modernen Supersportwagen von Ferrari begann mit dem 288er GTO, einem überaus leistungsfähigen Boliden der Gruppe B. Sein Nachfolger, der Ferrari F40, setzte die Tradition eines straßenzugelassenen Rennwagens fort. Seitdem gehörten diese Ferraris mit Kohlefaserkonstruktion, keramischen Bremsen, WIP-Hebelschaltgetriebe und nicht zugelassenen Rennkonzepten wie aktiver Aerodynamik immer zur Elite der Automobiltechnologie. Der LaFerrari zum Beispiel bietet ein Antriebswellendesign zur Wiederverwertung kinetischer Energie, das neue Grenzen in Hinblick auf die Automobiltechnologie und Geschwindigkeit setzt. Das aus der Formel 1 bekannte KERS. Ja, dieses Fahrzeug hatte dieses KERS-System zwar noch nicht, aber trotzdem zählt es auch heute noch als eines der grandiosesten und besten Fahrzeuge. Und wir machen mal eine Testfahrt. Na, vielleicht nicht in Monza, denn die dürfte nicht so repräsentativ sein, die Strecke. Aber in... Na, jetzt muss ich eine Strecke suchen, auf der man gut Zeit fahren kann. Fahren wir mal in Laguna Seca. Da waren wir, glaube ich, schon länger nicht mehr. Und wir schauen uns mal an, was dieses Fahrzeug auf der Rennstrecke so drauf hat. Wir haben gehört, es wurde als Rennwagen konzipiert und so in etwa ist auch die Performance einzuordnen. Der Wert als Klassiker, der kommt noch als Bonus drauf und das als ziemlich, ziemlich großer Bonus. Also man kann eigentlich sagen, fast jeder Ferrari, der so exklusiv hergestellt ist, ist im Endeffekt ein Sammlerstück. Und man kann, wenn man eingeladen wird, bedenkenlos zugreifen, denn die sind auch immer wieder eine gute Geldanlage. Eine Runde zum Warmwerden fahren wir. Und dann fahren wir die richtige Runde. Ende der 80er kam dieses Fahrzeug raus. In 2 Jahren feiert es sein 30-jähriges Jubiläum. Und ich finde es immer wieder faszinierend, wenn man von solchen Ferrari-Events Bilder sieht, wo wirklich 30, 40 Ferrari F40 hintereinander herfahren. Dann denke ich mir immer, ja, hättest du auch mal 1 Million übrig, ne? Könnte man sich mal Gedanken über dieses Fahrzeug machen.
So, jetzt geht's auf die Hot Lap. Und ich fahre mal so, denn so kann ich am besten fahren. Bis 150 km/h im zweiten Gang. Das Getriebe ist sehr lang übersetzt, aber der hat, glaube ich, auch nur 5 Gänge. Insofern ist das kein Wunder. Werde ich mal direkt nach der Runde ausprobieren, wie viele Gänge der hat. Hier bergauf 8,2 Sekunden. Hier durch die Corkscrew, der Schattenwurf, unglaublich schön, unglaublich dynamisch. Optisch ist Forza 6 an einigen Stellen immer noch mit das Eindrucksvollste. Na gut, die Leute, die Drive Club gespielt haben, die werden sagen, gut, es gibt Stärkeres. Aber ich glaube, Drive Club läuft nicht in 60 FPS und darüber hinaus ist es spielerisch um Längen hinter Forza. So, und hier haben wir die Zeit. 1:38,1. 9,2 Sekunden waren wir am Ende schneller und es gibt tatsächlich nur 5 Gänge. Weiter hoch geht's nicht. Und ja, eigentlich fährt man das Fahrzeug wahrscheinlich eher bei der Geschwindigkeit und kann dann hier auf der Landstraße schön entspannt cruisen. Aber das wollen wir mit diesem Fahrzeug nicht machen. 713 Leistungspunkte hat dieser Wagen und ich schau mal gerade. Ich habe letztens, glaube ich, gesehen, dass ich Kilowatt und PS nicht ganz korrekt umrechne. Na okay, ich habe immer den Faktor 1,3 genommen. 1,36 ist wesentlich präziser. Aber wir nehmen jetzt einfach mal die Kilowattwerte an. Da kommt er in etwa, also wenn man einen Vergleich zumindest anstellt, kommt dasselbe Ergebnis raus. 356 Kilowatt, 575 Newtonmeter und 1350 Kilogramm. Und wir gehen jetzt mal auf Auto finden. Und das ist wirklich eine Sache, die ich auch bei dem Need for Speed Let's Play, bei der Folge, bei der ich den F40 hatte, das habe ich da auch angesprochen und hier soll es auch nochmal kurz Thema werden. Denn ich finde sowas immer wieder sehr interessant. Hier haben wir den Ferrari F50, 1995 erschienen, das heißt 8 Jahre später, allerdings mit 10 Leistungspunkten weniger. Die Leistung liegt bei 27 zusätzlichen Kilowatt. Das Drehmoment ist allerdings um 104 geringer. Das Gewicht wiederum um 122 Kilo weniger. Wir werden uns dieses Teil jetzt kaufen und schauen uns mal an, was Sache ist. Was ist dran an Ferrari F40? Und daran, dass er mehr Punkte hat als der F50. Hat hier Forza 6 mal wieder geschlampt, die Macher von Turn 10? Das ist ihr 1995er Ferrari F50. Ein wunderschönes Fahrzeug, wie ich finde. Auch das ist ein Sammlerstück. So, und hier schauen wir uns die beiden nochmal im Direktvergleich an. Also in Sachen Handling und Bremsen soll der F50 bedeutend besser sein. Dann haben wir die Geschwindigkeit. Da ist er einen Ticken langsamer und auch in Sachen Beschleunigung. Nun, wir schauen uns erstmal das Fahrzeug im Forza Vista-Modus an. Hier erstmal die Beleuchtung aktiviert. Und auch hier habt ihr einen riesigen Motor. Hier wieder die beiden Stangen, die hier die Motorklappe entsprechend offen halten. Und das ist das Teil.
wunderschön, wie ich finde. Muss man Fahrzeugfreak sein, um eine gewisse Ästhetik bei diesen Fahrzeugen zu erkennen? Ich finde nein. So, wir schauen uns jetzt mal den Clip an. Jeder Ferrari wird mit Sorgfalt gefertigt. Aber die allerbesten unter den Supersportwagen der Firma sind nur etwas für ausgewählte Eigentümer. Man muss dazu eingeladen werden, um überhaupt nur die Chance zum Kauf zu haben. Das Erbe der modernen Supersportwagen von Ferrari begann mit dem 288er GTO, einem überaus leistungsfähigen Boliden der Gruppe B. Sein Nachfolger, der Ferrari F40, setzte die Tradition eines straßenzugelassenen Rennwagens fort. Seitdem gehörten diese Ferraris mit Kohlefaserkonstruktion, keramischen Bremsen, WIP-Hebelschaltgetriebe und nicht zugelassenen Rennkonzepten wie aktiver Aerodynamik immer zur Elite der Automobiltechnologie. Der LaFerrari zum Beispiel bietet ein Antriebswellendesign zur Wiederverwertung kinetischer Energie, das neue Grenzen in Hinblick auf die Automobiltechnologie und Geschwindigkeit setzt. Okay, sorry, dass wir jetzt denselben Text zweimal hören mussten, aber ich hätte gedacht, dass die irgendetwas Personalisiertes zum Ferrari F50 haben. Wirklich gar nichts? Okay. Nun, man kann aber auch sagen, kein Wunder. Denn der Ferrari F50 wurde, als er erschien, bei keinem einzigen Fahrzeug. Ich muss mich jetzt mal daran erinnern, was ich gerade für eine Zeit mit dem F40 gefahren bin. Ich glaube, der 1.37.1. Der wurde an keinen Fahrzeugtester ausgeliefert oder an so gut wie gar keinen. Dieses Fahrzeug erschien, wurde mittlerweile zum Klassiker, aber es wurde wirklich totgeschwiegen. Vielleicht wurde es eben deswegen zum Klassiker, weil darüber nicht viel geredet wurde, weil sozusagen unter der Theke darüber diskutiert wurde. Aber dieses Fahrzeug war langsamer als sein Vorgänger, als der Ferrari F40. Und Ferrari hat das offensichtlich als eine so große Beleidigung für sich selbst angesehen, als eine so große persönliche Demütigung, dass sie dieses Fahrzeug nicht verschickt haben. Jetzt wollen wir mal schauen, ob dieses Fahrzeug wirklich so schwach ist. Vom Sound her kann ich nur sagen, sie haben nichts falsch gemacht. Auch von der Optik her finde ich, dieses Fahrzeug ist wunderschön. Jetzt ein bisschen zu weit innen gefahren. So, nun gilt es bei uns herauszufinden, wie der Unterschied zwischen den beiden Fahrzeugen ist. Nicht in echt, leider. Ich würde zu gerne den Vergleich zwischen den beiden ziehen können. Aber entsprechend im Spiel. Wir schauen halt, ist der F40 auch im Spiel etwas schneller? Zumindest von der Motorleistung her schien er ja ein Ticken besser zu sein. Nun wird man sich jetzt auch fragen, okay, warum hat man sich geschämt, dass dieses Fahrzeug langsamer ist als der Vorgänger? Kann doch auch sein, ist doch nicht schlimm. Nun, wir haben ja gehört, eigentlich sollten diese Fahrzeuge die Speerspitze von Ferrari darstellen. Sie sollten zeigen, was die Fahrzeuge von der Renntauglichkeit her drauf haben.
Jetzt ist auch dieses Fahrzeug im Vergleich zu der Einführungsrunde deutlich schneller. Die Corkscrew ist auch nicht perfekt gelungen, ist aber auch nicht unbedingt verhunzt. Ich bin auf die Zeit gespannt. Wie gesagt, ich glaube, der F40 war bei 1,37,1. Genau weiß ich es aber auch nicht mehr. Und der F50 ist dahinter. In der Tat, also auch im Spiel, wenn ich mich richtig an die Zeiten erinnere, ist dieses Fahrzeug um eine Sekunde langsamer. Ganz kurz durchgeschaltet in den sechsten Gang und da sehen wir, das Fahrzeug hat 6 Gänge. Ja, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz in Klasse S, was ich da für eine Bestzeit gefahren bin in Laguna Seca. Das müsste mir nämlich hier angezeigt werden. Es sei denn, ich bin mit einem anderen Fahrzeug bedeutend schneller gewesen, was ich allerdings nicht glaube, da ich mit der Klasse S auch nicht so häufig gefahren bin. So, und da gucken wir bei den besten Listen. Sind die hier irgendwo vermerkt? Nein, sind sie nicht. Na gut, da muss ich ganz kurz ins freie Spiel. Und da gucken wir uns das jetzt an. Denn ich interessiere mich wirklich für diesen Vergleich. Also, das war mal eine etwas andere Folge mit Forza Motorsport 6. Dieses Mal etwas aufschlussreicher über gewisse Fahrzeuge, da ich mich in diesem Bereich ja auch je nach Fahrzeug sehr gut auskenne teilweise. Also sehr, sehr gut auskenne. Und euch da sehr, sehr viel Hintergrundwissen auch geben kann. Teilt mir mit, wie ihr es fandet. Fandet ihr diesen Vergleich interessant? Denn ich kann mir auch vorstellen, dass diese Geschichte eben, weil sie so verschwiegen wurde, nicht so viele Leute kennen, diese Story. Und insofern finde ich sie auch sehr, sehr interessant. So, jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, wo wir in den besten Listen stehen. Ich hoffe, dass ich nicht mit einem etwas schnelleren Fahrzeug nochmal gefahren bin. Doch, mit dem Formula E. In der S-Klasse, okay. Aber bin ich wirklich mit dem Ferrari F40 dieselbe Zeit gefahren wie mit dem Formel E-Wagen? Muss eigentlich sein, ja, weil ich war ja mit dem Dings schon... Mit dem F50 war ich ja auch 1,38 noch was schnell. Aber Moment, ihr seht hier... Ja, okay, der hat es aber auch getuned. 100 Punkte hat er mehr als wir. Insofern kein Wunder. Aber wie gesagt, falls ihr es interessant fandet, lasst es mich wissen. Ich würde gerne weitere solcher Videos machen. Ich habe gesagt, zum W154 möchte ich sowas machen. Und ja, entsprechend könnte man das mal machen. Oder ihr habt euch ja auch zum Beispiel BMW... M4 mal gewünscht, ihr habt euch auch den ganz alten M3 mal gewünscht, den ganz alten M3 hatten wir schon mal. Aber vielleicht kann man so eine kleine Runde mit allen BMW M-Modellen fahren. Es gibt ja einige sehr große BMW-Fans unter euch. Oder dann auch irgendwie bei den Mercedes-Fahrzeugen mal bei denen nachschauen. Es muss ja nicht immer auf Tuning hinauslaufen. Wir haben gesehen, bei einigen Fahrzeugen lief es super gut. Wir haben die leistungsschwächsten Fahrzeuge schon aufgetunt. Das heißt, wir haben das Potenzial bei dem Tuning-Gebiet ausgeschöpft. Jetzt ginge es dran, irgendwie so ganz besondere Stories mal zu erzählen oder eben vielleicht ein paar Vergleiche zu machen. Und natürlich werde ich auch, solange wie ich nicht weiß, was ihr gerne sehen wollt, da werde ich auf jeden Fall noch den ein oder anderen Fahrzeugwunsch von euch entgegennehmen. Und auch wenn wir weitere Vergleiche machen etc., werde ich das machen. Also ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben. Und ja, wie ich sage das sehr selten, aber ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr dieses Video teilen würdet oder so. Darüber freue ich mich allgemein sehr, denn das ist für mich die größte Unterstützung, dass ich dann entsprechend mit meiner Faszination für Videospiele und in diesem Fall auch für Automobile möglichst viele Leute erreichen kann, um sie auch möglichst anzustecken damit. Also seid beim nächsten Mal auch dabei bei Forza Motorsport 6. Für heute war's das. Bis dann.